Schönen guten Tag, mein Name ist Audio88. Sie kennen mich wahrscheinlich aus Filmen wie Mixery, Raw Deluxe, Splash Mac und Rap.de. Ich rede mit Ihnen. Danke. So, jetzt brauchen wir nochmal den Mittelfinger, denn es geht. Ende nicht ein Hurensohn! Nicht, weil ich denke, dass deine Mutter. Eine Hure ist! Und ich weiß, dass dich aufregt, wenn ich sage, dass deine Mutter eine gottverdammte Hure ist! Weil deine behinderten Welttour und Schimpf sind! Dabei wäre es voll weg von ihr, diesen Ruf nachzubieten, nur damit du Retro-Sneaker tragen kannst. 50 Spotter verkauft im Crack am Block, nur damit dein Retro-Sneaker tragen kann. Und sieh, wo er jetzt ist. Also es ist unterschiedlich, wenn ich Tracks mit Jessin mache, treffen wir uns wirklich, wir suchen einen Beat aus, besprechen ein Thema und schreiben dann. Das ist eher strukturiert, das musste ich auch damals halt wirklich lernen. Das ist auch was, was mir Jessin so ein bisschen aufgezwungen hat. Wenn ich alleine schreibe, habe ich in der Regel gar kein Konzept, und wenn man halt auch sonst meine Sachen irgendwie hört, es gibt in der Regel keinen roten Faden. Also bei meinen Solo-Sachen gibt es, so denke ich zumindest, keine wirklichen Thementracks oder irgendwas, sondern das sind, ich fange an zu schreiben, also an sich fängt es an halt einfach mit der ersten Zeile und ich fange dann einfach an zu schreiben, und wenn es am Ende nur 20 Bars sind oder 21 Bars oder so, und für mich ist dann aber so, ist, dass der Text für mich damit abgeschlossen ist und ich das sagen wollte, was ich sagen wollte, dann ist der fertig. So, also so bei den Sachen mit Jessin ist es dann eher so, dass es dadurch, dass wir zu zweit sind, eher so Songstrukturen gibt und ich halt einfach einen 16er schreiben muss oder einen 20er oder was auch immer, und man dann guckt, was man in dem Rahmen sagt, wenn ich alleine schreibe. Und das ist ja jetzt auch bei der EP so, dass relativ viele Tracks drauf sind, die recht kurz geraten sind. Also was an sich einfach nur so ein 20-Zeiler ist. Es ist kein, ich glaube, auf der ganzen Platte gibt es einen Refrain überhaupt nur. Hookline, sagt man ja. Nur eine Hookline. Und dann so, also ich schreibe halt auch, ich schreibe einfach keine guten Hooklines. Das war auch bei den Sachen mit Jessin. Was hat eher Jessin, der die Hooklines geschrieben hat? Das ist nicht wirklich meine Stärke. Bei die jetzt auf der EP, das ist ja auch der Track mit Jessin, die habe ich wenigstens sogar selbst geschrieben und nicht Jessin. Ich bin da sehr unstrukturiert, würde ich sagen. Sehr unprofessionell. Also ich schreibe das so, wie ich das für mich richtig halte. Und manchmal ist sehr unprofessionell. Sorry. Ist manchmal bei, also wenn ich komplett alleine schreibe, dann funktioniert das eh anders, weil dann mache ich, was ich will. Also ich hatte jetzt das Ding, ich glaube, das kann man schon erzählen, dass ich auf der nächsten Morlock Dilemma Platte habe ich die große Ehre, die erste Stimme auf der ganzen Platte zu sein und die quasi, ich will das Konzept der Platte noch nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, das wurde noch nicht bekannt gegeben, das Thema quasi vorzustellen. Das heißt, da war ich schon irgendwie eingeengt, und weil Dilemma meinte, dass das eher so mein Ding wäre, dieses Beschreibende, einfach nur so ein Bild vermitteln. Und muss auch sagen, dass ich mich damit sehr schwer getan habe, einfach so einen Rahmen zu haben und ein Thema vorgegeben zu haben und dazu was schreiben zu müssen. Und das hat auf jeden Fall wesentlich länger gedauert, als ich habe jetzt einen geilen Beat gefunden, habe jetzt irgendwie Lust und habe tatsächlich sogar in meinem Handy so einen Notizblock, wo ich mir dann besoffen in der U-Bahn irgendwie, mir fällt eine lustige Zeile ein und ich schreibe mir die dann auf. Und das wird dann auch alles irgendwie verwurstet, oder habe ein Notizbuch dabei und schreibe mir irgendwie so ein Vierzeiler irgendwas rein oder irgendeinen Gedankengang. Das sind schon, wenn ich Texte schreibe, so, dann hole ich mir so diese ganzen Sachen raus und gucke im Handy, ob da irgendwas ist, oder gucke im Textbuch oder sonst wo, zu Hause fliegen irgendwelche Zettel rum und gucke, ob da was dabei ist, was irgendwie passt und was ich damit verwursteln kann. Also am Ende ist es meist echt nur so ein Puzzleteile zusammenfügen, und ist mir da nicht mal wichtig, ob das Puzzle irgendwie passt. Demonstranten, eigentlich der Zug geht um und fährt woanders hin. Wenn das die Lösung ist, behalte ich lieber das Problem. Zu PP keine Atomkraftwerke, das bisschen schön. Bilder, sehr wichtig. Also es ist ja
ohne da jetzt irgendwem reinreden zu wollen, das ist ja oft in solchen YouTube-Kommentaren oder in sonstigen Ergüssen zu dem, was ich mache, steht, dass es dadurch, dass ich nicht reime, dass ich einfach so rappe, wie ich spreche, und das stimmt halt einfach nicht. Also ich habe zwar keinen Endreim, aber ich mache mir sehr viel Gedanken über Bilder, Alliterationen, auch über Wortklang, das ist halt auch eher, also welche Wörter klingen aneinander halt gut, aber vor allem die Bilder, also ich, nur weil ich irgendwie nicht reime oder teils Offbeat bin, so wie ich in Texten, man hört es ja jetzt wahrscheinlich, ich rede ja gerade und ich glaube, es klingt nicht so wie auf meiner Platte. Ich habe gerade den wissenschaftlichen Beweis dafür abgeliefert. am Exempel. Dem ist nicht so. Ich mache mir da schon sehr viel Gedanken drüber. Ich habe da einen... Ist jetzt nicht so, so ein, dass ich irgendwie so ein Schema hätte, so einen literarischen Anspruch oder so. Klar, ich habe... Das kann man auch offen sagen. Ich bin ein schwuler Student gewesen. Ich habe tatsächlich neuere deutsche Literatur studiert. Ich habe Philosophie studiert. Habe aber auch schon vorher Texte geschrieben, die in eine ähnliche Reihe gingen und in eine ähnliche Richtung gingen. Und es ist halt eher, dass ich ja schon immer gern Bücher gelesen habe und eher, naja, dann eher so ein Maßstab, nicht, dass ich mich daran messen könnte, weil es viel zu große Literatur ist, aber mich beeindruckt halt eher eine Sprache von einem Camus als von einem Guru. So, ist ja generell, also es ist keine bewusste Abkehr. Ich bin ja ein riesengroßer Rap-Fan und ich würde auch sagen, dass das, was ich mache, Rap ist. Aber es fängt halt zum Beispiel an bei diesen Wie-Vergleichen. Ich finde das sehr unterhaltsam, wenn das vor allem ein Morlock-Dilemma macht, der das auf einem sehr hohen Level macht. Mir selber ist das aber nicht wichtig so, und ich bin draußen wie ein Dixie-Klo, das ist mir egal. Ich will euch alle laut hören, wenn ihr nichts habt. Erst wenn der Schnee geschmolzen ist, sieht man, wo die Hunde aufgetreten wie nie. Es gibt in erster Linie auf Prinzip und Prinzip, Brett oder Sturm. Die Stadt überleben aus Steroiden und die eigene Lebensaufgabe führt zur Lebensaufgabe oder umgekehrt. Es schmeckt der Teppich immer mit einer Zahnbürste die Straße gekehrt, weil er den Weg für ein paar Zauberproben in Zahlung gegeben hat. Wer ist überhaupt diese beschissene Finanzkrise? Ich hab sie noch nie gesehen. Der Bankautomat zeigt mir seit 10 Jahren den beschissenen Kontostand an und nach 10 Jahren will ich den Wasser abfahren. Es ist der Kreislauf des Lebens, aufstehen, schlafen gehen, trinken und kotzen. Die Nachrichten sehen uns wieder besser, wieder trinken und kotzen. Gestern vergessen und auf morgen hoffen. Das ist ja auch so dieses Absurde, dass man ja an sich damit nichts verändert, sondern man erreicht nur die Leute, die genauso denken wie ich selbst und die sich dadurch unterhalten fühlen. Oder vielleicht gibt es auch Leute, denen das Denkanstöße gibt. Das kann auch gut sein. Also zumindest kriege ich solche E-Mails. Aber also ich bin nicht... Für mich ist es tatsächlich eher irgendwie so ein Druckabbauventil. Also ich könnte wahrscheinlich auch durch die Oranienstraße laufen und Autospiegel abtreten und wäre danach vielleicht genauso glücklich wie nach der Aufnahme von einem Track. Aber da ich Angst vor der Polizei habe, nehme ich lieber einen Track auf. Aber es ist halt so, dass du, weiß ich nicht, wenn damit jemand Spaß hat, dann ist das schön und dann freut mich das. Und es ist ja auch, klar sind wir irgendwie, oder ich, Underground. Natürlich freue ich mich, wenn wir ausverkaufte Konzerte spielen. Natürlich freue ich mich, wenn ich eine Platte rausbringe, die sich dann auch noch gut verkauft. Also, weil es halt auch Geld ist. Geld macht ja auch glücklich. Und ich kann mir dann irgendwas Tolles kaufen oder in Urlaub fahren davon oder so. Das ist ja schon sehr luxuriös. Das ist aber eher nebensächlich. Was? Die Wahl ist hart wie ein Schlag ins Gesicht. Was? Wer? Was? Wer? Ich habe nichts! Das ist ein Hummel doch, da ist kein Licht. Komm und entdeck es mit uns, verdammt! Ich habe nichts! Gott, trink doch dein Ab.
wenn der Schatten hier im Traum will, sind wir gemeinsam am Tresen. Ihn und die Welt und was er schon immer wissen wollte, ich erfahre mit der Zeit von ihm, was mein Gewissen wollte. Ist schon... Ja, es ist manchmal befremdlich. Also es heißt ja auch, man kann sich seine Fans nicht aussuchen. Ich muss sagen, ich kann mit diesem Personenkult oder ähnlichem, ich finde das sehr unheimlich. Ich kann damit gar nichts anfangen. Für alle, die es sehen, bitte, wenn ich in der U-Bahn sitze, bitte nicht fragen, ob ich ein Handyfoto mache. Ich mag das wirklich überhaupt nicht. Selbst bei einem Konzert, klar, eine Platte signieren, das kann man gerne machen, aber ich für mich, ich verstehe es einfach nicht, warum jemand ein Foto mit mir haben will. Ich verstehe das nicht. Also so, und ich bin selber, ist ja nicht nur, dass ich nur Musiker oder Rapper oder Texter oder was auch immer bin, ich selber, ich bin ja auch Fan und gibt viele Künstler, die mich sehr geprägt haben, die mich sehr beeinflusst haben, die ich ja, die mir einfach wichtig sind in dem, was sie machen. Aber selbst wenn ich jetzt in der U-Bahn A$AP Rock treffen würde, würde ich ihn nicht fragen, ob ich mal eben ein Handyfoto mit ihm machen kann, weil es mir egal wäre, weil ich nicht weiß, was ich davon hätte. Also so, das sind Sachen, vielleicht kann es ja irgendwer in einem YouTube-Kommentar drunter erklären, was daran toll ist, ein Foto mit irgendwie einem Künstler zu haben. Ich für mich, ich weiß es nicht und ich muss sagen, ich finde das sehr befremdlich, weil ich zum einen es komisch ist, wenn sowas passiert, wenn man gerade in der S-Bahn sitzt und auf dem Weg zur Arbeit ist und dann jemand ein Handy, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir belagert werden, ich bin ja jetzt nicht Sido oder so, der irgendwie über den Kudamm läuft und dann laufen ihm 300 Leute hinterher, so ist es auch nicht, aber es gibt dann natürlich schon so Momente, wo man einfach angesprochen wird. Ich war heute... Jetzt erzähle ich eine Anekdote aus meinem Privatleben. Wir haben gerade meine Mitbewohnerin, ihr Hund, der hat 7 wunderschöne Hundewelpen geworfen und da waren heute Leute da, um sich so einen Hundewelpen abzuholen. Und während die kamen, saß ich auf dem Klo und habe gekackt. Ja. Und kam halt aus dieser Toilette raus und musste auch vorher das Fenster öffnen und dachte, oh toll, jetzt sind da direkt Leute. Ich rede schneller, keine Angst. Jetzt sind da direkt Leute, die irgendwie direkt vor dieser Tür sitzen. Ich mache die Tür auf und mich gucken irgendwie Leute an. Danach kommt meine Mitbewohnerin zu mir, dass sie eine direkt meinte, war das nicht Audio 88, der da gerade aus dem Klo kam? Ja, und ich habe gerade gekackt und es stinkt. It's the first of the month, go get those welfare checks. Da gibt's halt den Unterschied zwischen, also ich mache ja eh wahrscheinlich noch anderen Battle Rap, weil ich nicht gegen Wack MCs battle. Aber nehmen wir selbst mal das, was der YouTube-Zuschauer ja auch kennt, halt dieses 8-Mile-Ding, dass halt die Battles von Eminem da so grandios sind, dadurch, dass Eminem sich selbst angreift und sagt, ja, ich bin ein Trailerpark Asozialer und meine Mutter ist eine Alkoholikerin und irgendwas, also dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das ist natürlich auch, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ihr macht das alles falsch, ihr lebt falsch, ihr unterstützt die falschen Konzerne, ihr seid alles Nazis, sondern dass man halt anfängt, sein eigenes Handeln irgendwie ein Stück weit zu reflektieren und erstmal damit anzufangen, bevor ich anderen Leuten vorwerfe, was sie falsch machen, muss ich erstmal selber gucken, was ich falsch mache, und da gibt's eine Menge. Nochmal alle Hände zum Schluss! Ich weiß nicht, warum ich alle Menschen hasse. Ich frag mich nur, warum die meisten von ihnen überhaupt auf der Welt sind. Um neonfarbene Turnschuhe zu tragen, Polo-Krieg.
Verträgen hochzuklappen und um EDS zu studieren. Wenn jeder Justin und jedes Handy eine Abtreibung überlebt hätten, gäbe es jetzt ein paar von ihnen mehr. Ja, also ich wollte von den Beats her das Ganze schon recht boombeppig, jetzt ist ja so dieser neue Begriff, der neue Begriff Neo-Boombap, das impliziert ja Neu und Neo schon in sich selbst. Ich krieg wirklich Unmengen an Beats geschickt und das ist halt auch oft nicht leicht. Also vielleicht habe ich sogar noch wesentlich bessere Beats zu Hause rumliegen, als die jetzt am Ende auf der Platte sind, wobei ich jetzt keinen der Produzenten haten will. Aber für mich war es da halt, dass das so Tracks sind, die in sich stimmig sind. Und ich denke, obwohl so viele Köche an diesem Brei rumgewerkelt haben, also es hat ja nur Mortis, hat 3 Beats gemacht und ansonsten ist jeder Track von einem anderen Beat-Produzenten. Aber ich denke, es passt trotzdem in sich so vom Soundbild. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, was irgendwie komisch rausbricht. Dass da jetzt eine harte Distortion-Nummer oder ein Pop-Track irgendwie dabei wäre. Und das sind ja, also alle Leute, die auf dem Album sind. Also klar, Jessen ist zweimal drauf und dass ich mit Jessen sehr eng befreundet bin, das ist wahrscheinlich bekannt. Mit Retrogott genauso, mit Dilemma sowieso, also abgesehen davon, dass ich mit denen befreundet bin, halte ich die halt einfach für unglaublich gute Rapper und genauso halt auch Fat Tony, den ich irgendwann mal kennengelernt habe und wir irgendwie recht gute Freunde wurden und macht ja mit Creme Fraiche an sich was recht anderes und Jessen und ich sind auch auf dem Fat Tony Solo-Album mit einem Track halt drauf und wir haben halt bei Jessen rumgehangen und haben halt Tracks aufgenommen und ich fand den Fat Tony Part einfach sehr gut und habe ihn deswegen mit draufgenommen und ich mag den Tony sehr und halt den für einen sehr guten Rapper und bei den, ja, die Cuts sind halt an sich alle von Break U, der einfach unser Live-DJ ist und auch auf den letzten Alben von Jessen und mir halt die Cuts gemacht hat. Und von den Produzenten, das ist Dexter ist ein Freund, Verräter ist ein Freund, Television ist ein Freund, also es ist schon der einzige, den ich nie persönlich kennengelernt habe, ist der Bros One aus Chile und den Beat hat mir der Retrogott geschickt. Der kennt den Bros One, der Retrogott war eine Zeit lang in Chile und hat den dort kennengelernt und hat mir den Beat geschickt, weil er meinte, der könnte mir gefallen und dem war dann auch so. Moving on a nigga with the speed of a centipede and ninja. Any motherfucking contender. My beat. Wow. Ja. So fängt der Beat an, ja. Denkt man gar nicht.